Mein Name ist Lukas Suchanek, ich arbeite für Sky Deutschland und dort in der IT. Was denken Sie über die Community, die hier auf dem Event zusammenkommt? Sehr viel Auswahl an verschiedensten Branchen und auch an verschiedenen Rollen. Dementsprechend kunterbunt gemischt. Ich denke, für so ein Event ist das super. Wie empfinden Sie das Networking hier auf der Konferenz? Also die Challenge Your Peer Session, Icebreaker, das gemeinsame Dinner? Ich glaube, typischerweise sind die Menschen etwas verhalten, wenn sie einfach nur in irgendwelchen Kaffee-Ecken sitzen. Und diese ganzen Events, so wie die Icebreaker, die bringen die Leute zusammen und dann kommt man schnell in Austausch. Und dadurch, dass man das so früh macht, hat man dann vom ganzen Tag deutlich mehr. Und welche Session bzw. welcher Vortrag hat Ihnen bisher am besten gefallen? Ich war Moderator bei der Challenge Your Peer Session. Und das fand ich ganz schön, weil man dort interaktiv wurde und nicht nur One-Way beschallt wurde. Das heißt, jeder konnte da sich einbringen mit Erfahrungen, aber auch mit Fragen und wurde dann von den anderen erleuchtet, was ein cooles Format war. Und was macht diese Konferenz für Sie besonders, also wenn man sie mit anderen Konferenzen vergleichen würde? Ich finde, das Motto Rethink kommt hier ganz schön zum Tragen. Das heißt, Buzzwords werden dort ein bisschen entkräftet und man schaut sich das Ganze nochmal von einem relativ pragmatischen Blickwinkel an. Und das macht das für mich sehr besonders. Würden Sie die Rethink-IT auch an Ihre Kollegen weiterempfehlen? Aber unbedingt. Es kommt natürlich darauf an, was für Themen gerade besprochen werden. Nicht jeder wird mit allen Themen was anfangen können. Aber sobald man die Agenda etwas geschärft hat, ist das sicherlich für jeden von der IT etwas. Super, vielen Dank.